Eure Runden klingen jetzt noch wie eure ersten Tracks. Rama Sutra gegen mich ist wie Wichsen gegen Sex. Was für Damnation finde ich lächerlich. Bitches, seid in einer Crew mit T-Se, Alter, schämt ihr euch nicht? Flay meint, dass ihr keine Schwächen da habt. Käme cooler, wenn ich grad die größte Schwäche da sagt. Du rappst schon seit Jahren, aber klingst immer noch gleich scheiße. Mach's wie Tigor gegen mich und lass es sein mit deinen Reichen. Was für Scheiße kickst du denn bitte da in deinen Runden? Ihr seid da so die Punchline-Bibel, hast du alles frei erfunden? Rapper existieren, um in der ersten Runde zu fliegen, war ja clever. Man. Etwas so wie du im TNM. Und da fängt der Spaß noch an Englisch zu rappen. Und ich dachte mir nur, wann hält der Downy endlich die Fresse? Alter, frag dich mal, ob Rap für dich das Richtige ist. Wenn das einzig Prägnante an dir dein Lispeln ist, ja. Yeah. Tiger macht jetzt plötzlich einen Psycho, Alter, was soll das? Du brichst mir da die Knochen und fix Bitches, Bruder. Ach komm, lass mit dieser Scheiße, die du rappst, machst du dich selbst zum Witze. Denn das kauft dir keiner ab, als wäre es dein Mixtape. Ja, du hast paar Reime gehabt, doch die dann scheiße verpackt. Aber damit hast du keinerlei Chance, du kannst nix außer in Nazose Reimketten einrappen. Und so wirst du mit deinen scheiß Texten einfach kein Plätt. Du wirst dir nix erreichen mit diesen Kacksongs, weil ein Tigo Türkses Cooper Briten ankommt. Alter, hör auf dran zu glauben, dass du irgendwann mal Rapper wirst. Und jetzt verpiss dich, du gesichtsloser Hank-Verschnitt. Ja, du fühlst dich gut mit dem Downy im Gepäck, aber wärst du mal mit mir im Team, dann wärst du wieder wack. Schlechte Texte, wacke Flows, gesichtslos, peinlich, lächerlich, tausendfach ausgelacht, Damnation.